Ja, Play Hamburg 12 ist eigentlich der Abschluss von einem Schuljahr des Projektes Generation Ed, was wir im Rahmen unserer medienpädagogischen Tätigkeiten in verschiedenen Hamburger Schulen gemacht haben. Generation Ed ist ein Projekt, was von TIP 24 und der Bürgerstiftung finanziert und initiiert wird, wo es darum geht, Kindern, Jugendlichen, auch aus bildungsbenachteiligten Milieus zu helfen, über die Medienarbeit schulische Leistung zu verbessern, sich mit einem Thema intensiv zu befassen, mit dem sie sich gut auskennen. Und es sind, weiß ich nicht, fast 250, 300 Schüler in diesem einen Jahr durch die Workshops gelaufen, kann man ja sagen. Und heute ist der Abschlusstag, wo nochmal Sachen präsentiert werden, die in diesen Workshops entstanden sind. Ich finde, es ist ein großartiges Event. Ich finde das toll, dass das hier einfach so schön locker aufgeteilt ist, dass es hier mehrere Playstationen gibt. Unter anderem stehen wir auch gerade vor einer. Zwischendurch gibt es lockere Vorträge von Praktikern aus der Online-Welt. Ich hoffe, dass die Kinder hier ganz viel mitnehmen. Was wir auch wirklich anstreben, ist, dass die Kinder einen differenzierten Umgang mit den Medien quasi lernen. Und wir wollen das Projekt weiterhin ausbauen. Wir überlegen auch, ob wir mehrere Workshops anbieten wollen, die thematisch vielleicht auch noch darüber hinausgehen, dass wir uns mit anderen Medien auch beschäftigen. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gesammelt. Ich hatte mehrere Workshops, zum einen den Maschinima-Workshop, als auch den Kolo-Spiele-Entwicklungs-Workshop. Und die Schüler waren unglaublich fasziniert. Über den gesamten Workshop-Zeitraum hinweg haben die praktisch pausenlos kreativ gearbeitet. Gerade Maschinimas sind da natürlich ein sehr gutes Tool da drin, weil man muss, um da kreativ zu werden, jetzt nicht irgendwie selbst ein Spiel erfinden, man muss nicht da drin coden, sondern kann es halt so ausnutzen, wie es ist, filmt ab, was es einfach gibt und baut daraus seine eigene Geschichte. Und diese Nutzung zeigt halt einfach, wie schnell man da drin landen kann, dass sie damit einfach anfangen, kreativ zu werden. Wir arbeiten da ja mit Microsofts Kodo, was eine sehr leichte Entwicklungsumgebung ist, wo man halt schon Objekte vorgegeben hat und die kann man über so ein Bausteinsystem programmieren. Und haben halt zwei Spielerspiele entwickelt und die waren nicht nur sehr schnell da, sondern die waren auch tatsächlich spielbar nach der kurzen Zeit und haben nicht nur den Leuten Spaß gemacht, die sie entwickelt haben, sondern auch den Leuten, die sie dann später spielen. Ich finde es super spannend, dass Berufsbilder vorgestellt werden. Ich finde es super spannend, dass ein relativ breites Spektrum dargestellt wird. Was läuft an der Uni, was macht man da? Und dass die Schüler da auch schon Hinweise bekommen, was sie erwarten könnte, wenn sie in dieses Berufsfeld gehen. Und als drittes gibt es noch das Environment Design, Umgebungsdesign. Und da zeichnen wir halt Umgebungen. Das ist von Lilo und Stitch, genau. Also wir machen das natürlich nicht nur im Spielebereich sowas, sondern es gibt natürlich auch für Film. Also ich habe heute einen Vortrag bei Creative Gaming über Concept Art gehalten und ich hoffe, ich habe den Jugendlichen ein bisschen übermitteln können, was man in diesem Bereich macht. Also Character Design, Environment Design, Vehicle Design, dass die ein bisschen eine Vorstellung haben, dass die Ideen, die Welt eigentlich auf dem Papier am Anfang entsteht. Und ich hoffe, dass es dort angekommen. Also ich war sehr erfreut, dass halt schon ein Junge mit 15 sich schon damit wirklich befasst. Und das fand ich super, dass der sich schon total auskannte und sich auch mit Concept Art beschäftigt. Und der hat sich halt voll dafür interessiert. Und seine Lehrerin hat mich gleich gefragt, ob ich da nicht schauen könnte, ob er bei uns ein Praktikum machen könnte. Einige erkennt vielleicht unten links ist auch die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Und das war so die Stimmung, die ich ungefähr habe, so dass du halt irgendwie durch den Wald läufst und plötzlich findest du so ein mysteriöses Reich. Also ich bin heute hier, weil ich einfach gerne Leuten zeigen möchte, was macht ein Game Designer, wie kommt man zum Game Design und wie sieht so der Alltag aus. Und wichtig ist, dass man sich offen mit Medien auseinandersetzt und halt neugierig ist, was man damit eigentlich vermitteln kann und dass man keine Angst davor hat.
Ich bin eigentlich ziemlich spontan hier, so habe gedacht, ich schaue einfach mal vorbei. Und ja, ich habe mir den einen Vortrag jetzt gerade angehört von dem Mitarbeiter von BigPoint. Ich fand es super interessant, habe dann zwischenzeitlich einfach die Spiele mal gespielt. Ich bin halt schon ziemlich begeistert, einfach was hier so möglich ist und was man hier für Sachen kombiniert, Spiele und Musik. Ich habe Spiele rausgesucht, die insofern mit Creative Gaming zu tun haben, weil sie die betretenen Pfade von Game Design verlassen und halt was Neues probieren. Das ist Proteus, der Gewinner von Ed Key und David Kanaga, der aus Südengland und Kalifornien kommt. Dann haben wir noch Ib und Ob, ein sehr lustiger Multiplayer, der aus den Niederlanden kommt. Und dann haben wir noch Beat Buddy, ein Musik-Adventure-Spiel aus Hamburg. Die Leute, die Spiele gespielt haben, waren halt meistens relativ begeistert, standen davor und dachten erst mal so, Und dann, sobald man irgendwie mal angefangen hat, ist halt so, oh, das ist ja lustig, das macht noch viel mehr Spaß, als ich das irgendwie erwartet hätte, weil es so ganz anders funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man sich Button anguckt, wo jeder Spieler einen Button hat und den relativ schnell auf sehr engen Raum dann irgendwie mal drücken muss mit merkwürdigen Regeln, die halt vor allen Dingen ein Miteinander der Spieler erfordern, also das ein richtig physikalisches Miteinander. Da verlagert sich das Spiel halt wirklich weg von dem Bildschirm irgendwie so davor, die Tastatur, und da einfach nur Leute zu sehen, wie sie am Anfang so skeptisch sind und dann plötzlich miteinander rumrangeln, ist halt großartig und ist genau das, glaube ich, was wir auch mal ausdrücken wollen und hier zeigen wollen, dass Spiele halt sehr anders sein können, als nur so einfach nur so für sich zu spielen. Bob turns clockwise. Ich habe dieses Back to Bed gespielt. Das fand ich sehr niedlich, surrealistisch, so an Salvador Dali erinnernd und ja, auch ein bisschen knifflig. Also ich habe mich da am Anfang etwas schwer getan, wo ich was hinsetzen muss, damit der dann in sein Bett kommt. Ich finde es immer schön, neue Spiele kennenzulernen und auch sie wirklich selber zu spielen, um einfach ja, mitreden zu können und auch zu sagen, es sind nicht alles schlimme Spiele, sondern es macht auch einfach Spaß und die Grafik ist schön, der Sound ist schön. Man muss es einfach wirklich mal wagen. Das ist so auch mein Grund, warum ich hier bin. Ich finde ganz wichtig, dass Schüler auf einer ganz anderen Ebene abgeholt werden, als es in der Schule eigentlich möglich ist, weil kaum Lehrer existieren, die diese Ausbildung haben. Und dass Schüler einfach in der Wirklichkeit, in der Realität ja viel mehr sich mit Spielen beschäftigen, als es in der Schule möglich ist. Na, was ich schön finde, ist so an dieser, an den Workshops sozusagen, dass die ja, im Team wirklich auch Spaß haben, da die Texte aufzunehmen, sich selbst zu hören und ja, oder diese Filme zu schneiden. Ja, diese Gruppenarbeit, diese Teamarbeit ist einfach toll und die Fröhlichkeit dann dabei. Ja, also wir vertonen einen Film, den wir letztes Jahr gemacht haben. Und ja, genau, da fügen wir jetzt Ton hinzu. Also es geht halt darum, dass also so ein Ehepaar redet und dann springt halt einer am Pool und der ertrinkt dann und dann gibt es da so einen sozusagen drum und dann wird er begraben und sowas. Clayton! Schon wieder ein Toter. Weiß nicht, ob du auf meiner Liste stehst. Ja, vor allen Dingen würde ich ganz gern transportieren wollen, dass man Spiele nicht mehr wahrnimmt als so diese Blackbox, die irgendwie so da sitzt und man probiert damit irgendwas zu machen, sondern das halt wirklich als Medium begreift, was man verändern kann.